Hallo. So, liebe Freundinnen und Freunde des Rechts, Nelly auf Position, wenn ich jetzt sitze, mache, ach, sie macht es sofort. Wow. Jessica, Dr. Master, habe ich eigentlich deine Doktorarbeit schon erwähnt? Nein, wir haben was ganz Ernstes. Heute hat das Landgericht Hamburg seine Entscheidung getroffen. Die große Entscheidung, aus der hervorgeht, dass Korrektiv sich alles nur ausgedacht hatte. Die Entscheidung, wo das Kartenhaus und Lügengebilde zusammenbricht. Und genau das berichten auch die Kläger. Sie haben zwar verloren in 2 von 3 Punkten, sagen aber, sie haben es geschafft, in diesem Verfahren Sensationen herauszubringen. Ja. Jessica, du hast vorhin gesagt, du willst dich aufregen über... Ich habe mich ein bisschen aufgeregt. Also wir hatten das Thema jetzt ja schon öfter, dass hier nicht über Tatsachen gestritten wird. Also und der rechtliche Streit, das war relativ lächerlich. Also man hat schon gemerkt, dass die Kläger und die Beklagtenseite auch, wenn man offen drüber redet, dieses Verfahren nutzen wollten, um halt ihre Sache zu pushen und ihre Seite zu pushen. Und okay, kann man machen, Litigation PR. Und das ist jetzt der Punkt. Litigation PR ist für sich genommen legitim. Wir haben viel in den letzten Wochen darüber diskutiert. Es gibt Artikel, die ich echt wertvoll finde, diese Diskussion. Und ich habe mich ein bisschen gefragt, soll ich mich jetzt erheben und sagen, oh, Litigation PR ist nur erlaubt, wenn man es so und so macht. Man könnte die Grenze ziehen und sagen, Litigation PR ist dafür da und legitim, wenn man einen Prozess damit erklärbar macht. Wenn man die Öffentlichkeit darauf aufmerksam macht, was in dem Prozess passiert. Ja. Aber eine Agenda zu verfolgen und den Prozess nur als Vorwand zu verwenden, obwohl der Prozess mit der Agenda gar nichts zu tun hat, ist das noch zulässig? Bestimmt. Ja, zulässig ist es schon, aber... Auch wenn man sich dafür bezahlen lässt, ist das... Jessica, du bist jetzt in der Rolle, es zu verteidigen. Wir tauschen danach gleich wieder. Aber... Vielleicht sollten wir diejenigen, die nicht den ganzen Tag auf Twitter, ich nenne es immer noch so, unterwegs waren, oder auf LinkedIn oder sonst wo, kurz sagen, worum es geht. Also. Ja. Also, das LG Hamburg hat entschieden, dass der, also vielleicht noch einen Schritt zurück, Korrektivrecherche zu dem Geheimtreffen, das in Potsdam. In Potsdam, das werden wahrscheinlich die meisten mitbekommen haben. Und jetzt hat man sich da gestritten über Details aus diesem Artikel. Ah, da geht's schon los. Du sagst Details über den Artikel, weil die Antragstellerseite sagt, in dem Verfahren oder anlässlich des Verfahrens geht es um das ganze Große. Die Kernaussagen, ob die erfunden waren. Aber im Verfahren vor Gericht, Streitgegenstand, das ist ein technischer Begriff, ging es um kleine Details, wo wir uns wundern werden, wie nebensächlich die sind. Es ging wirklich nur um Kleinigkeiten. Also es waren 3 Punkte überhaupt nur angegriffen. Zum einen, dass die Anhörung von Vosgerau nicht ausreichend dargestellt wurde. Da kann man jetzt, genau, was ist das für ein komischer Punkt? Das war ja noch der Punkt, der am ehesten die Kernaussage betrifft, weil da ging es ja um Remigration, Deportation, Abschiebung, Vergräulung oder was auch immer. Wobei, geht nicht im Prozess, aber das wäre so am ehesten noch das Thema gewesen, was man aufgeblasen hatte, wo jetzt Vosgerau und seine Anwälte sagen, das war die Kernaussage. Vor Gericht spielte es aber keine Rolle. Wir drehen uns im Kreis, aber machen wir insofern vielleicht erstmal die Punkte. Das ist der erste Punkt. Das ist der erste Punkt, der die Anhörung nicht ausreichend dargestellt. Der zweite Punkt ist, dass Vosgerau... dass der Vortrag von Vosgerau nur zusammengefasst dargestellt wurde und nicht wörtlich. Und das war das mit den jungen Türkinnen, wobei das... Nein, das noch nicht. Ah, das kommt erst als dritten. Noch nicht die jungen Türkinnen. Die kommen erst als dritten Punkt. Der Vortrag, den hat Korrektiv halt kurz zusammengefasst auf die Kerninhalte. Vortrag zu Briefwahlen und Bedenken... Ja, okay, doch, die Türkinnen waren auch schon mit dabei. Mhm. Da wurde angegriffen, dass nach Ansicht der Kläger die Leser nicht erkennen konnten, dass das hier keine wörtliche Wiedergabe des gesamten Vortrags war, sondern nur eine Zusammenfassung. Die Textschnipsel könnte man sich anschauen oder man macht einfach den Korrektivartikel auf und sucht nach Vosgerau. Der spielt ja auch nur eine kleine Rolle im ganzen Text. Und da geht es darum, dass Türkinnen
womöglich nicht frei sind in ihrer Meinungsbildung und deswegen unsere gesamten Wahlen angezweifelt werden können. Er hat es dann in der Stellungnahme präzisiert, weil er hat zugegeben, dass er etwas darüber gesagt hat. Und das Gericht hat gesagt, na gut, wenn du das gemeint und gesagt hast, dann ist diese Zusammenfassung ja eigentlich auch komplett richtig. Genau, die Zusammenfassung war richtig. Also der Beschwerdepunkt war auch nur, der Leser würde ja gar nicht erkennen, dass das nur eine Zusammenfassung war, sondern es hört sich so an, als wäre das alles, was er gesagt hätte und als wären das wörtliche Zitate. Aber er hat in Wirklichkeit viel mehr gesagt, als einfach nur gesagt, Türkinnen ja. können nicht. Und noch die Frage, hat er gemeint, dass alle Türkinnen unfähig sind zur Meinungsbildung oder gibt es ein paar wenige Türkinnen, die doch berechtigt in der Lage sind? Übrigens, das Türkinnen ist nicht gegendert. Herr Vosgerau meint nur weibliche Türken. Weil im Korrektivartikel war es aber gegendert. Oh echt? Dann hat er Türken auch männlich mit umfasst. Also Herr Vosgerau sagt in der Stellungnahme, die Türkinnen sitzen am Küchentisch, beobachtet von ihren Brüdern und Vätern und können dann natürlich nicht frei entscheiden, wen sie wählen. Ja, die Argumentation vor Gericht der Kläger war auch, oder das ganze Verfahren ist nur schriftsätzlich abgelaufen, aber die Argumentation war unter anderem, dass es ja, dass die Leser ja denken könnten, dass der gesamte Meinungsbildungsprozess erfasst wäre und nicht nur das Kreuzchen setzen. Und er meint hier aber nur das Kreuzchen setzen. Worüber reden wir hier gerade? Über Türkinnen und die Briefwahl? Weil die Briefwahl, das war doch nicht der Grund, warum Menschen auf die Straße gegangen sind, oder? Nee, das hat niemanden interessiert. Also ich meine, es ist natürlich keine gute Aussage, die man sich vielleicht vorher überlegen sollte. Aber du meinst, dafür könnte man auf die Straße gehen. Dafür könnte man aber auf die wahrscheinlich Straße gar nicht, weil der Kernpunkt war ja die Frage, sollen Staatsbürger, die einen Migrationshintergrund haben, so wie du und ich, aus dem Land vertrieben werden, weil es zu viele davon gibt und das Straßenbild dadurch verschandelt wird? Das wurde so nicht gesagt. Nee. Das ist jetzt eine Meinung, sondern das ist rein interpretiert. Also die Kernfrage ist, geht es darum, Staatsbürger mit Migrationshintergrund auszuweisen, womöglich mit rassistischen, ethnischen oder anderen Kriterien? Ja, oder es ihnen jedenfalls hier so unangenehm zu machen, dass sie von alleine gehen, freiwillig. Und das Verrückte an der Sache ist, wir könnten darüber diskutieren, was wirklich wichtig ist, nämlich darüber, was die Position ist, die zum Beispiel in der AfD von den eher völkischen Vordenkern vertreten wird. Oder wir können darüber diskutieren, welches Wort vor Ort gefallen ist oder welches Wort vielleicht gefallen ist und im Artikel erwähnt wird. Und das ist genau diese Ablenkung, die hier stattfindet. Denn was die AfD-Vertreter, nicht alle, aber manche vertreten, das lässt sich ja nachlesen. Oh, das Buch, wir haben es irgendwo zerfleddert, nicht hier auf dem Tisch. Nee. Da steht es ja eigentlich ziemlich eindeutig drin. Ja. Aber dann gibt es noch einen dritten Punkt. Ja. Da haben sie gewonnen. Das war jetzt die große Enthüllung. Also diese zwei Punkte wurden vom Gericht ziemlich eindeutig abgeschmettert, abgelehnt. Ah, Moment, die Kanzlei hatte gesagt, gerade noch zulässig. War das so ein unter Abwägung am Schluss gerade noch zulässig oder war das so eindeutig abgeschmettert? Also vom Gericht hat sich das nicht so angehört, als wäre das gerade noch so irgendwie geht zulässig. Das war schon eindeutig. Also das Gericht sagte beim ersten Punkt, das ist die prozessuale Wahrheit. Ja. Und beim zweiten, es gibt keinen Anspruch. Man kann sich die eigenen Text stellen. Ich würde auch sagen, das war ziemlich eindeutig. Beim dritten Punkt ging es dann aber anders. Und das muss jetzt ein richtig wichtiger Punkt sein, oder? Der dritte Punkt ist ungefähr genauso klein detailliert wie die ersten zwei. Da geht es nämlich darum, was jetzt nicht mehr behauptet werden darf, ist, dass Vosgerau gesagt hätte, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Wahlprüfungsbeschwerden Erfolg hätten, umso größer ist, je mehr Beschwerden eingelegt werden. Und das hatte er in dem Zusammenhang gesagt, als er sagte, er macht ein Musterschreiben, damit jeder dieses Musterschreiben verwenden kann, um gegen die Wahl vorzugehen. Genau, das ist auch die Wahrheit. Also das hat er gesagt. Das hat er tatsächlich gesagt. Und warum wollte er das machen? Er hat gesagt, dass man Wahlprüfungsbeschwerde einreichen kann und dass man dafür auch ein Musterschreiben entwickeln kann. Und das kann dann jeder machen. Und eine Bewertung hat er davon nicht vorgenommen, ob das dann dazu führt, dass die Erfolgswahrscheinlichkeit steigt. Sondern, im Prozess hat er gesagt, dass er schon öfter sogar in der Öffentlichkeit geäußert hat, dass die Wahrscheinlichkeit nicht davon abhängt, die Erfolgswahrscheinlichkeit von solchen Anträgen, nicht davon abhängt, wie viele eingereicht werden, sondern wie gut sie begründet werden. Aber warum macht man dann Musterschreiben? Ich dachte, Musterschreiben wären dafür da, damit viele Leute ein gleiches Schreiben massenhaft ausfüllen und einreichen können.
Das ist genau das Detail, was er halt nicht gesagt hat. Deshalb kannst du keine Tatsachenbehauptung daraus machen. Du könntest als Wertung aber schon sagen, dass das vermutlich sein Ziel ist. Aber dann darf man es nicht schreiben, als dass er es gesagt hat. Denn genau. Aus Juristensicht ist das natürlich peinlich, sowas zu sagen. So argumentiert er jedenfalls vor Gericht. Es würde gegen die Juristen-Ehre verstoßen, hat er nicht so ausgedrückt, aber das liest sich heraus, weil es natürlich unsinnig sei, dass ein Antrag nur, weil er millionenfach gestellt wird, dann ernster genommen wird. Genau. Ist das so? Ist das so abwegig, ehrlich gesagt? Lass uns da hinstehen. Er wollte nicht so zitiert werden. Brauchten wir ja auch gar nicht diskutieren. Man sieht ja einfach nicht gesagt. Man sieht einfach nur, das war eine kleine Formulierungsfrage, die in dem Fall dann halt einen großen Unterschied gemacht hat. Aber auch das war ja nicht der Grund, warum die Leute auf die Straße gegangen sind. Übrigens, gute Gelegenheit für den Klugscheißer-Teil hier drin. Wenn eine Tatsachenbehauptung falsch ist, aber nicht ehrenrührig, dann macht sie einen Unterschied zum Zivil- und Strafrecht. Im Strafrecht ist nur die falsche ehrenrührige Tatsachenbehauptung als Verleumdung oder üble Nachrede 186 rechtswidrig strafbar. Im Zivilrecht reicht es aus, dass es einfach falsch ist. Also selbst wenn das, was gesagt ist, nicht ehrenrührig, aber falsch ist, habe ich trotzdem womöglich einen Eingriff ins allgemeine Persönlichkeitsrecht. So viel für die YouTube-Universität heute. Okay, ja. Die drei Punkte. Viel Lärm um nichts. Warum machen wir dann das Video überhaupt, wenn das so unbedeutend ist? Ja, weil jetzt natürlich die Publicity losgeht und man schon sieht, dass die Klägerseite, die möchte auch Beschwerde einlegen gegen diese Entscheidung, die Klägerseite bläst das auf als großer Gewinn und eine Falschbehauptung darf jetzt nicht mehr verbreitet werden. Das stimmt ja. Jessica, ist das nicht ein bisschen unsachlich, wenn du hier sagst, bläst es auf? Das klingt ein bisschen abwertend, oder? Dürfen wir das überhaupt, Wertungen äußern? Ja, natürlich dürfen wir Wertungen äußern. Ja, natürlich dürfen wir das. Also gut, ich habe mir so überlegt, die haben ja im Vorfeld schon gewusst, was da rauskommt, vermutlich. Ja. Die werden auch gewusst haben, und das liest man ja auch raus, dass die Erfolgsaussichten für diesen Fall nicht so besonders toll waren. Und so muss man sich dann umso mehr überlegen, wie macht man dann aus diesem Fall eine Erfolgsnachricht? Ja, also es wurde jedenfalls über das Thema gesprochen. Und natürlich nutzt es die Beklagtenseite auch für Publicity. Aber es ist gerade ein Kampf, wer halt mehr gehört wird. Einfach lauter sprechen, dann wird man mehr gehört. Ja. Aber wir haben ja jetzt die Stellungnahme vom geschätzten Kollegen Dr. Brennecke gesehen und er hat einen Punkt gefunden, was der Erfolg ist. Was ist der Erfolg des Verfahrens? Nicht die Sache mit dem letzten Punkt, der tatsächlich gegenständlich des Antrags war, sondern ein anderer Punkt, der gar nichts mit dem Prozess zu tun hatte, oder? Der Punkt, den er noch gefunden hat, war, dass die angeblich geplanten Ausweisungen deutscher Staatsbürger nach rassistischen Kriterien, das Thema, das wir vorhin ja auch hatten. Darum ging es zwar in dem Verfahren nicht, aber Korrektiv habe schriftsätzlich klargestellt, dass dieser Hauptvorwurf gar nicht Thema des Treffens war. Ah, okay. Ich bringe ein Thema vor, was nicht im Artikel steht und auch nicht Gegenstand des Verfahrens war und bringe den Gegner dazu, genau das zu sagen. Aus lauter Genervtheit, ich kenne die Schriftsätze nicht, die Korrektivseite vorgebracht hat. Ja. Thorsten Feldmann, der Anwalt auf der Antragsgegnerseite von JBB Rechtsanwälte. Aber da könnte durchaus drin gestanden haben, dass sie gesagt haben, ey, darum geht es doch gar nicht, weder in dem Verfahren noch in dem Treffen. Wobei, worum ging es stattdessen in dem Treffen? Also die Zitate, die er aus diesen eidesstattlichen Versicherungen bringt, da geht es darum, was wir schon die ganze Zeit diskutieren, nämlich, dass das nur Meinungsäußerungen waren, nur Wertungen, die Korrektiv vorgenommen hat, dass das Ziel dieses Treffens war, aber keine Tatsachenbehauptung, dass das konkret diskutiert wurde. Und jetzt haben wir ein Narrativ, was in der letzten Woche ganz oft gefahren wurde, und Narrativ hat sowas Abwertendes, nämlich diese gerissenen Korrektivleute, Journalisten, die womöglich juristisch beraten waren, haben den Artikel extra so geschrieben, dass er als Meinungsäußerung nicht angreifbar ist. Und das hat jetzt mehrere Ebenen. Die eine Ebene ist,
Erstens, ist es überhaupt so, dass es keine Tatsachenbehauptung, sondern Meinungsäußerung gibt? Und die zweite Ebene ist, dass es unfair, seine Meinung als Meinungsäußerung, nicht als Tatsachenbehauptung. Wie wird daraus jetzt ein Schuh? Also gehen wir der Reihe nach. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin da auch ein wenig auf den Leim gegangen. Als ich nämlich vorletzte Woche schon dazu mich geäußert hatte, hatte ich ja die Frage aufgestellt an den Kollegen Brennecke, warum geht keiner gegen die Tatsachenbehauptungen vor? Und er sagt, weil es Meinungsäußerungen sind. Und daraufhin setzte sich auch bei mir so ein bisschen fest, okay, die Äußerungen im Artikel, wo zum Beispiel Ziele beschrieben werden, Interpretation, das sind Meinungsäußerungen. Aber die Inhalte des Gesprächs, worüber wer gesprochen hat, das sind nicht Meinungsäußerungen. Das sind ganz klare Tatsachenbehauptungen. Tatsachenbehauptungen, gegen die keiner vorgeht. Und die Frage ist, warum geht ihr nicht gegen die echten Tatsachenbehauptungen, die hochgradig umstritten sind, vor? Weil sie nicht falsch sind. Ja, das oder ist die Schlussfolgerung, die wir ziehen müssten. Deswegen der Hashtag, keiner hat geklagt. Ja. Die Kernaussagen sind Tatsachenbehauptungen, nämlich worüber gesprochen wurde, was diskutiert wurde, was der Wunsch war, wobei das kann schon wieder ein bisschen Interpretation und Meinungsäußerung sein, aber die Themen, Remigration, die drei Kategorien, das sind wohl Tatsachenbehauptungen. Das bestreitet niemand. Wenn es nicht so gewesen wäre, zurückbleibt, könnte man dann sagen, im Grunde genommen wurde durch diesen Prozess bestätigt, was nicht eingeklagt wurde. Wäre ein bisschen viel, ne? Ja, das ist ein bisschen viel. Also nur weil nicht jeder klagt gegen alles, heißt nicht, dass alles stimmt, was in der Welt so verbreitet wird. Solche Schlussfolgerungen kann man da auch okay. nicht draus ziehen. Aber jetzt mal mit gesundem Menschenverstand, jetzt mal unjuristisch gesprochen. Wenn das nicht gestimmt hätte, dann hätte man doch dagegen geklagt, wenn man sowieso schon vor Gericht ist. Also Herr Vosgerau, der ja den Aufwand schon betrieben hat, der hätte doch seine Anwälte auch anweisen können, ja, klagt mal bitte dagegen, was hier unter Remigration versprochen wird. Die schreiben ja ausdrücklich Remigration, nicht so wie im Buch. Das Buch kennen wir nämlich gar nicht. Und dass im Buch vielleicht was ganz anderes drinsteht, als wir darunter verstanden haben, das wussten wir nicht. Die Stelle finde ich lustig, sowohl in den eidesstattlichen Versicherungen als auch in der Antragsschrift. Wie muss das so gewesen sein, Jessica, wenn der Herr Vosgerau oder vielleicht einige der anderen Leute bei Höcke vorbeikommen und sagen, hallo, ich finde den Artikel blöd, können wir das dagegen machen? Naja, also das Erste, was man dann macht, also einfach mal objektiv als Anwalt, wenn jemand einfach, beliebigen Fall, ist, dass man sich den Artikel mal anschaut, alles aussortiert, was Meinungsäußerung und ja, also wahrscheinlich alles aussortiert, was Meinungsäußerung ist, jedenfalls alles, was nicht ehrenrührig ist, aussortiert. Oder Schnellkritik oder Formalbeleidigung. Genau, also die Sachen, die man erstmal nicht so leicht angreifen kann, die sortiert man erstmal aus und das Gerüst, was übrig bleibt, die Tatsachenbehauptungen, da setzt man sich dann mit dem Mandanten hin und fragt, stimmt das denn so? Und wenn er zu irgendwas sagt, nein, dann kann man das angreifen und also, das macht man dann wahrscheinlich auch. Ich weiß ja nicht, wie das andere Kanzleien machen, aber wir würden eine Liste machen. Wir würden den ganzen Text auseinandernehmen und dann würde man sagen, da sind 20, 30, 40 Tatsachenbehauptungen drin. Tatsachenbehauptungen wie, der war da, der hat das gesagt, der hatte sich dazu geäußert oder nicht geäußert. Zum Beispiel Tatsachenbehauptungen, keiner hat Kritik geäußert. Und dann geht man sie alle durch und sagt, kann die Gegenseite das beweisen? Kann ich das Gegenteil beweisen? Oder vielleicht orientiert ein bisschen, was ist denn die Wahrheit? Ja, und waren dann, Sie denn da... Haben Sie das gesagt? So, und mal angenommen, es gab diese lange Liste und da müssen viele Tatsachenbehauptungen aus dem Artikel raus extrahiert worden sein. Ja. Dann muss wohl Herr Vosgerau oder das Team am Schluss gesagt haben, nee, dagegen können wir nicht vorgehen. Weil die dicken Hammer, die Sachen, die tatsächlich die Menschen auf die Straße gebracht haben oder Empörung verursacht haben, die wurden nicht angegriffen. Warum auch immer. Also das, was übrig geblieben ist, sind die drei Punkte, die dann vor Gericht gegangen sind. Das war das Schlimmste, was man angreifen wollte und nicht mal das hat funktioniert. Ja. Oder hat es doch funktioniert, weil ja die Litigation PR aktiv bespielt wurde. Und wenn man sich jetzt die Kommentare in sozialen Medien anschaut, glauben ganz viele Leute jetzt erst recht oder nach wie vor, dass der Korrektivartikel ein einziges Lügengebilde war. Ja, also... Aber ich glaube, dass es ist natürlich immer nett, wenn man sagen kann, wir haben in Teilen gewonnen.
wir haben was gewonnen. Dann hat ja was nicht gestimmt aus dem Korrektivartikel und die Schlussfolgerung, die Leute ziehen, weil sie die ziehen wollen daraus, ist, dann stimmt ja wahrscheinlich auch anderes nicht. Also, aber besser wird es eigentlich funktionieren, wenn ich irgendeinen Kleinkram einklage, den komplett gewinne und damit, ich habe auf voller Linie gewonnen. Ja. War das so geplant, dass man den Prozess zu 2/3 verliert und nur mit 1/3? Wahrscheinlich also, nicht. Ich könnte, also aber jetzt ist hochgradig spekulativ. Ja. Wenn wir eine einstweilige Verfügung einreichen bei Gericht, dann kommt meistens so nach 1-2 Tagen ein Anruf vom Gericht, nicht immer, sondern gerade wenn die Verfügung keine so guten Aussichten verfolgt hat, dann ruft das Gericht an und sagt, überzeugt uns nicht so richtig, wollen Sie wirklich eine Entscheidung und nehmen Sie das Ding zurück. Vielleicht gab es ja diesen Anruf auch, ich weiß es nicht, ich spekuliere. Und dann haben sie gesagt, okay, wir nehmen das nicht zurück, wir ziehen das durch und machen einfach Litigation PR. Ja, die Frage ist natürlich, wenn man das schon in der Öffentlichkeit so breit getreten hat, also es war ja schon bekannt, dass dieses Verfahren läuft und die eidesstattlichen Versicherungen wurden diskutiert. Hast du gerade das Datum vom Antrag da, wann die Antragsschrift eingereicht wurde? Weil, also ja, in dem Moment, wo man es kann man dann noch zurückziehen, das ist die Frage. Am 9.2. wurde das eingereicht. Okay, ist nicht so lange her, ging auch einigermaßen schnell. Das habe ich jetzt nicht genau beobachtet, wann sozusagen die Litigation PR losging. Habe ich auch nicht genau beobachtet. Okay, hätte funktionieren können. Schöner wäre es aus Antragstellersicht gewesen, wenn es 100%ig durchgegangen war. Aber vielleicht hat man sich gesagt, selbst wenn ein bisschen was durchgeht, kann man es als Erfolg verkaufen. Dann wissen wir ja, Korrektiv hat irgendetwas Rechtswidriges geschrieben, was korrigiert werden muss. Jetzt müssen Sie also einen Punkt korrigieren, aber es geht in die zweite Runde. Es gibt hier 2 Rechtsmittel, das ist ein bisschen erstaunlich. Soweit die Verfügung ergangen ist, kann man Widerspruch einlegen und es kommt dann zu einer mündlichen Verhandlung. Soweit sie abgewiesen wurde, geht es mit der sofortigen Beschwerde direkt zum Hanseatischen Oberlandesgericht. Solche zweiten Instanzen sollten eigentlich im Eilverfahren in ein paar Wochen entschieden sein, können aber auch manchmal ein Jahr dauern, je nachdem, wie viel das Gericht gerade zu tun hat. Okay. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Jetzt gehen uns die Themen aus, oder? Jetzt, der Hund hat sich schon schlafen gelegt, der liegt nicht mehr im Bett. Nelly! Hey, Nelly! Guck mal. Jetzt dreht sie sich nur auf den Bauch. okay. Streicheln wir den Hund. Haben wir noch irgendwas vergessen dabei? Ich glaube, wir sind über die 15 Minuten, die wir sonst so machen. Ja, das kann man auf LinkedIn auch nicht mehr posten. Oder nur als YouTube. Okay, wenn... Im Detail durchdiskutiert. Alles klar, in diesem Sinne, bleibt gesund und wir gehen jetzt Tischtennis spielen. Ja. Irgendjemand in der Kanzlei hatte die Idee, wenn jetzt die 15 Minuten rum sind, können wir auch anfangen zu quatschen. Die anderen sind nämlich jetzt abgehauen, um Tischtennis zu spielen und haben uns bemitleidet, dass wir hier noch hier sitzen, vor dieser imposanten Bücherwand. Jemand hat jetzt mal, hey, könnt ihr nochmal die Dissertation von Jessica, die mit Summa Cum Laude bewertet wurde, in die Kamera halten? Fake News im Wahlkampf. Wird uns eine Weile beschäftigen. Ist dir peinlich, ne, dass ich das Ding immer wieder so vorbringe? Okay, muss ich nicht dazu. Also, in diesem Sinne, bleibt gesund. Und wir drücken auf Stopp, dann muss man nicht mehr schneiden.